Unsere Unterkünfte auf den Malediven bestanden nur aus Bungalows. Die Dächer dieser Bungalows bestanden nur aus Naturmaterial. Und zwar aus Stroh, Palmenblätter und Schilf. Die Dachdecker müssen ein ganz besonderes Geschick haben für ihre Arbeit, dass selbst bei Monsunregen kein Wasser in die Bungalows eindringt. Bewegen Sie sich! Kino, bewegen Sie sich! Diese Tätigkeit ist eine ganz, ganz harte Knochenarbeit. Und man darf es nicht vergessen, dass bei diesen Temperaturen. Und dieses ist das Schmuckstück nach getaner Arbeit. Schauen Sie sich die nächste Serie an. Es gibt bestimmt auch vieles, was Ihnen gefällt.